haben uns bei den Trikots überlegt, dass wir sie zumindest wieder ähnlich gestalten, das heißt nicht zwei komplett getrennte Designs voneinander haben. Und wir haben bei der Farbe uns einfach überlegt, es gibt nicht so das richtige Rot, es gibt nicht das richtige Grün, da sind die Geschmäcker auseinander. Irgendwann sind wir auf den Farbverlauf gekommen, haben gemerkt, dass wir dadurch auch unsere schwarze Hose noch ein bisschen stärker akzentuieren können. Ja, es fühlt sich gut an auf der Haut. Ich finde auch den Farbübergang nicht schlecht, also man kann es tragen. Wir haben beim Design auch versucht zu berücksichtigen, dass das Trikot ja nicht nur in schwarzer Sporthose und Stutzen von den Fans getragen wird, also relativ selten kommen sie damit ins Stadion. Wir haben versucht, das auch vom Design her freizeitkompatibel zu gestalten, trotzdem noch den sportlichen Look beizubehalten. Und ich denke, gerade wenn man eine dunkle Hose anhat oder so, dann sieht man sehr gut, wie das ineinander übergeht, wie es zusammenpasst, wie es harmoniert. Und ja, von daher hoffen wir uns eben, wie gesagt, den Fan noch so ein bisschen Mehrwert mitgeben zu haben, dass sie nicht einfach nur ein Sportkleidungsstück haben, sondern auch ein gutes Freizeitkleidungsstück.